be that young rapping dude. Might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Star Wars Battlefront 2 Video. Nämlich Leute, Commentary ist am Start. Wir reden über die Zukunft von Star Wars Spielen und natürlich über das nächste Star Wars Spiel, über das nächste große Star Wars Spiel. Was könnte es sein? Wie wird es aufgebaut? Denn wenn man so überlegt, Star Wars Jedi Fallen Order hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, es kam richtig gut an und wenn man so zurück überlegt, ja, Star Wars Battlefront 2 kam damals am Anfang nicht so gut an. Und ja, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Natürlich über die EA-Lizenz können wir mal ein bisschen reden, denn die läuft ja Ende 2022 oder 2023 läuft die so ungefähr aus. Wer es genau weiß, kann das in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall bin ich da gespannt, wie es dann weitergeht mit der Lizenz von Star Wars und natürlich, wie viele Star Wars Spiele werden wir eigentlich bekommen und ja, wie wird das Ganze aufgebaut sein, darüber werden wir jetzt erstmal reden. Und natürlich, letztes Mal habe ich euch gefragt, Leute, wie sehr seid ihr gehypt, dass Original-Trilogie kommt, wie sehr freut ihr euch, wollt ihr das überhaupt? Und ja, das ist natürlich eine richtig geile Sache, ich habe dazu ein Video gemacht, das könnt ihr natürlich anschauen, das müsst ihr jetzt oben auf das i aufploppen. Und ja, das ist natürlich so eine Sache, Leute, die ganzen Informationen werden hier auf diesem Kanal natürlich rausrauen, aber natürlich auch so wichtige Themen wie jetzt das hier. Denn ich finde es wichtig, denn es könnte sein, dass Star Wars Multiplayer in Gefahr ist, Leute. Das könnte tatsächlich und ist wahrscheinlich auch schon eingetreten. Weil EA, Unternehmen so wie EA, Activision oder weitere ja, Publisher, die sind als erstes natürlich, so muss man es hart wie es ist, auch aussprechen, auf Geld aus. Ja, die werden natürlich ihre Firma steigern, natürlich wachsen lassen, Wachstum sehr wichtig und natürlich Geld machen. Die Leute wollen auch zur Arbeit gehen, Geld verdienen. Und das Ganze soll natürlich fließend wirken. Natürlich gibt es Unternehmen, die sind sehr, sehr gierig nach Geld, wollen zu viel Geld, obwohl sie schon eigentlich reich genug sind, kann man fast schon sagen. Das Wort reich kann man fast schon in den Mund nehmen, würde ich mal behaupten. Denn manche Spieleunternehmen, ja, sind, ja, knüpfen den Spielern den letzten Cent ab und das ist natürlich so eine Sache, okay, muss das jetzt sein? Das muss jetzt nicht sein. Und natürlich das Coole ist, Star Wars Battlefront 2 ist vom Modell abgekommen, nämlich dem Season Pass, wo ihr 50 Euro gezahlt habt, um 4 DLCs zu bekommen. Einmal Outer Rim, Bespin, Todesstern und Rogue One Scarif. Diese 4 DLCs kamen nach und nach. Einzeln konnte man die auch kaufen, 15 Euro, also insgesamt 60 Euro. Mit Season Pass war man mit 50 Euro, also 10 Euro günstiger dran. Aber man musste für die ganzen Inhalte Geld bezahlen. In Star Wars Battlefront 2 haben sie sich überlegt, okay, wir machen das nicht. Wir veröffentlichen die ganzen DLCs, den ganzen Content machen wir kostenlos. Zu welchen Kosten? Auf welchen Kosten? Die wollten die Kisten damals einführen, die man einfach dann kaufen konnte, aber nicht musste. So, das schlug fehl, haben wir ja gesehen und da haben sie gesagt, okay, wir machen das nicht mehr, wir sind jetzt erstmal drauf aus, das Spiel und die Lizenz zu behalten und bauen das Spiel erstmal so auf für die Spieler und alles kostenlos. Ja, alles ist kostenlos, erwerbbar, man kann das Spiel supporten durch Kristalle, man muss es nicht. Und jetzt kam aber Star Wars Jedi Fallen Order raus. Und das ist natürlich so eine Sache, man bezahlt, genau wie bei Star Wars Battlefront 2, 70 Euro. Man erhält da ein richtig geiles Star Wars Spiel. Also Star Wars Jedi Fallen Order, Leute, kam richtig gut bei mir an. Natürlich bei vielen, ich denke mal bei euch auch. Man kann das natürlich vergleichen mit den anderen Star Wars Spielen, Star Wars Unleashed und so. Aber ich finde, dieses Spiel ist wirklich eigentlich mein Spiel des Jahres 2019. Und ja, das kam richtig gut an. Und die Sache ist, nichtsdestotrotz, es ist ein richtig geiles Spiel. Aber es hat nur gar nicht aussprechen hier, weil das ist wirklich, dieses Star Wars Spiel braucht kein Multiplayer, würde ich schon behaupten. Aber man sieht immer das Gesamtbild, ein neutraler Beobachter sieht immer das Gesamtbild und das Gesamtbild sagt mir, okay, du spielst die Story durch und dann war's das. Es kommt kein Content danach, keine DLCs und das war's. Es könnte natürlich ein zweiter Teil erscheinen, aber darüber werden wir jetzt hier auch reden. Und natürlich schreibt eure Meinung mal in die Kommentare, Leute, denn diese Frage ist irgendwie, ja, wie sagt ihr, was denkt ihr über die Zukunft von Star Wars Spielen? Ich werde das mir jetzt mal auch erläutern, wie ich das Ganze meine. Also Star Wars Battlefront 2 wurde halt veröffentlicht, kam nicht gut an, die mussten das ganze System bearbeiten. Das benötigt Ressourcen, Mitarbeiter, die man bezahlen muss, das ganze System umschreiben muss, wofür man eigentlich monatelang, vielleicht ein, zwei Jahre gearbeitet hat und Geld bezahlt hat und jetzt komplett über den Haufen wirft, ein neues Fortschrittssystem macht und ja, hat sich das überhaupt gelohnt?
Ich denke schon, weil das Spiel hat sich so oft verkauft. Aber im Endeffekt ist es so, Star Wars Jedi Fallen Order kostet genauso viel wie Star Wars Battlefront 2 damals. 70 Euro. 70 Euro. Wir haben zwei Spiele, die 70 Euro kosten. Star Wars Battlefront 2 hat eine Singleplayer-Kampagne, einen Multiplayer-Part und Arcade. So, und Jedi Fallen Order hat eine richtig geile Story, aber wie gesagt, nur eine Story. Es hat kein Multiplayer, kein Koop, nichts. Wir haben ja auch mittlerweile Koop in Star Wars Battlefront 2, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Das kam aber später dazu, ne? Also auf jeden Fall sieht der neutrale Beobachter erstmal diese zwei Spiele, denkt sich, okay, das hat jetzt eine Story, das hat einen Multiplayer, das hat Koop, das hat Arcade. Und das hier hat eine Story-Kampagne. So, das sieht er. Er denkt sich so, warum soll ich... Ne, ich denke nicht so, Leute. Nicht, dass ihr denkt, dass ich so denke. Ich finde Star Wars Jedi Fallen Order richtig geil und jeden Cent wert. Aber der sieht dann halt das Spiel und denkt sich, warum soll ich für Star Wars Jedi Fallen Order 70 Euro bezahlen, wenn ich nur eine Story-Kampagne bekomme und für Star Wars Battlefront 2 damals 70 Euro für Multiplayer, was man Monate, Jahre lang noch zocken konnte und immer abwechslungsreich war. Und du hast Arcade gehabt und Koop und immer den Support gehabt, einen Lebenssupport, der jahrelang, jetzt noch nach über 2 Jahren, immer noch Support am Start ist. Ja, und da überlegt sich der neutrale Beobachter, der neutrale Käufer, denkt sich da, nö, ich warte erstmal, bis Jedi Fallen Order günstiger ist und dann kaufe ich das. Und für EA ist es erstmal so, okay, welche Verkaufszahlen haben wir denn? Im Endeffekt hat sich Star Wars Jedi Fallen Order richtig gut verkauft. Also der neutrale Beobachter, der es so gesehen hat, der bleibt mal jetzt außen vor. Denn die Verkaufszahlen sind das Wichtigste. EA schaut erstmal auf das Geld. Und das würde, glaube ich, jeder Unternehmer einfach machen, der einfach ein Unternehmen führt, der sagt, okay, ich muss jetzt meine Firma wachsen lassen und das muss halt über Profit laufen. Und denkt sich da, okay, wir haben jetzt einen Mitarbeiter gebraucht, wir haben ein Fortschrittssystem bearbeitet, wir haben so viel Geld und wir haben so viel Zeit investiert in Star Wars Battlefront 2 und wir haben eigentlich die gleiche Verkaufszahl, vielleicht sogar mehr Verkäufe von Star Wars Jedi Fallen Order bekommen als in Star Wars Battlefront 2. Was lohnt sich denn mehr für den Entwickler? Der neutrale Beobachter denkt sich, Star Wars Battlefront 2, weil ich es gerade erklärt habe. Aber EA denkt sich so, Star Wars Jedi Fallen Order ist draußen, 70 Euro, wir mussten kein Multiplayer machen, wir mussten kein Koop machen, wir mussten kein Arcade machen. Das Ganze mussten wir nicht machen, also haben wir Mitarbeiter gespart, haben wir Ressourcen gespart, haben wir Zeit gespart und ja, das ganze Spiel haben die dann einfach veröffentlicht sozusagen. Und das ging ruckzuck, also was heißt ruckzuck, die haben schon ein paar Jahre gebraucht, das Spiel zu entwickeln, aber danach wird das Spiel auch nicht mehr supported. Es kommt kein Content danach, also können die Entwickler auch was anderes entwickeln, ein anderes Projekt in Start nehmen. Zum Beispiel ein neues Star Wars Spiel, können die dann so lange entwickeln, die müssen nicht für Star Wars Battlefront 2 oder wie jetzt Star Wars Jedi Fallen Order aufkommen und die ganze Zeit irgendeinen Content für die Spieler entwickeln, nein, die könnten noch etwas entwickeln, so wie Star Wars Jedi Fallen Order 2, was dann genauso viel Geld einbringt wie Teil 1 oder noch mehr und genauso viel Geld wie Star Wars Battlefront 2. Also denkt sich EA, warum soll ich denn so viel Geld und Zeit investieren in Star Wars Battlefront 2 in so ein Multiplayer-Action, wo man sich so denkt, okay, das muss ich eigentlich gar nicht, da mache ich halt Star Wars Jedi Fallen Order 2 oder Star Wars Jedi Fallen Order 3 dann später. Also könnten die das Ganze fortführen, wie es damals abgelaufen ist, wie in Assassin's Creed, ja, der Assassin's Creed-Reihe. Ich wollte gerade Origins sagen oder halt Odyssey. Man kann das nehmen, wie man will. Aber die ganzen Sachen haben eigentlich sozusagen nur einen Online-Part, wo man Sachen kaufen kann. Aber es gibt halt keinen Multiplayer. Damals gab es einen Assassin's Creed-Multiplayer, jetzt nicht mehr. Weil es lohnt sich nicht mehr. Der Entwickler sagt, ich mache die gleichen Verkäufe, da brauche ich keinen Multiplayer. Und das könnte auch genauso laufen, dass das Spiel im Jahr 2021 keinen Multiplayer hat, Leute. Und das sind schlechte News. Wir haben auch einen Rückblick, ja, damals hat Janina Gavanka ist auf die Bühne gegangen, hat gesagt, hey, wir werden Star Wars Battlefront 2 Jahre später noch spielen. Und das ist auch ein Anzeichen, dass das vielleicht auch noch eintritt. 3 Jahre ist eigentlich ganz gut für ein Star Wars Spiel. Alle 3 Jahre ein neues Star Wars Multiplayer Spiel ist in Ordnung. Vielleicht auch alle 2 Jahre. Ja, so wie man es will.
Aber wenn wir dann wieder ein neues Star Wars Spiel bekommen, ohne Multiplayer, wie lange wollt ihr denn Star Wars Battlefront 2 noch spielen, wenn es auch keinen Support mehr gibt im Jahr 2020, beziehungsweise 2021? 2021 noch durch, 2022 noch durch und dann 2023 neues Spiel? Was wird dann mit der EA-Lizenz passieren? Wird die dann verteilt an jemand anderen? Bekommt jemand anderes die Lizenz? Das wäre natürlich richtig gut, dass EA, sagen wir mal, den Singleplayer-Part macht, denn die haben es gut hinbekommen mit den Entwicklern von Respawn Entertainment. Und jemand anderes macht den Multiplayer-Part. Ubisoft, Activision, Rockstar Games, irgendwas kann man da schon finden. Das Wichtigste ist einfach für uns, dass wir auch eine Stimme haben und sagen, hey, wir wollen einen Multiplayer. Wir wollen einen Multiplayer. Vielleicht ist es nicht so wichtig in Star Wars Jedi Fallen Order. Aber dem nächsten Star Wars Titel, Leute, wäre es sehr wichtig, dass wir einen Multiplayer bekommen. Denn Star Wars Battlefront 2 kann man lange zocken. Aber ich glaube nicht, dass wir das 4-5 Jahre ohne Content Support später noch durchgehend zocken wollen und dass die Spieler noch am Ball bleiben. Wir wollen auch mal was Neues, neue Grafik und auch mal ein neues Star Wars Spiel auf den neuen Konsolen. Deswegen ist meine Frage ist ganz klar an euch, Leute. Wie seht ihr das Ganze? Wollt ihr auch, dass es Multiplayer noch weiterhin gibt, oder sagt ihr, nee, ich möchte einfach nur Star Wars Spiele, Singleplayer reicht mir, ich brauche kein Multiplayer, da brauche ich auch kein PlayStation Plus oder Xbox Live Gold, ich will einfach nur Singleplayer und gut, fertig ist. Also das ist natürlich so eine Sache, also ich bin auf jeden Fall der Multiplayer-Fan, ich möchte beides haben, ich möchte aber auch Spiele wie Star Wars Jedi Fallen Order, eine richtig coole Story-Kampagne, aber natürlich aber auch ein Multiplayer-Part, also das sind viele Sachen, die man ansprechen kann, die man so überlegen kann, aber das Wichtigste ist und die große Befürchtung ist, dass EA natürlich zuerst auf das Geld achtet und sagt sich, warum sollen wir Multiplayer machen, wenn genauso viel Geld reinkommt, wie wenn wir kein Multiplayer machen, ja, dann sieht es genau so aus, wie es jetzt aussieht, nämlich Star Wars Jedi Fallen Order 2 oder nächstes Star Wars Spiel ohne Multiplayer. Das sind vielleicht nicht so die positivsten News, aber das sind die News, die wir jetzt zurzeit haben und ja, ich bin sehr, sehr traurig, wenn das wirklich eintritt. Ich möchte auch mal neue Star Wars Spiele mit neuem Multiplayer-Content haben. Ja Leute, das soll es auch schon gewesen sein, beziehungsweise das war ein längeres Commentary. Ich hab einfach Bock, so ein Thema auch mal ausführlich zu besprechen mit euch. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr euch beteiligt in den Kommentaren, Leute. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Kommentieren, bewerten, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Puh.